Für diesen Tauchgang erhaltet ihr nur einen raschen Überblick über das, was im Spezialkurs vertieft wird. Im Allgemeinen werden die Lebensformen im Wasser nach ihrem Lebensraum eingeteilt. Der pelagische Bereich ist die Freiwasserzone, während der bentische Bereich den Boden eines Gewässers umfasst. Zur bentischen Welt gehört zum Beispiel auch eine Art feiner Nebel, der manchmal die Sicht während eines Tauchgangs einschränkt. Das ist das Plankton, die Gesamtheit der winzigen Meeresorganismen, die nicht gegen die Strömung anschwimmen können und deshalb von ihr transportiert werden. Die am weitesten verbreiteten Lebensformen im Plankton sind mikroskopische, pflanzliche Organismen, Phytoplankton. Das tierische Plankton, Zooplankton, bildet den Rest.